Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Drive Eat Sleep. Moin, ich stehe bei der Wenn-Haltestelle auf dem Hof und wollte euch mal kurz eine neue Batterie vorstellen, die ich zum Testen da habe. Und zwar habe ich zugeschickt bekommen eine quasi Powerbank. Ich hatte ja vor ein paar Wochen schon mal von Würth die 500er Mobile Powerbank im Einsatz. Jetzt habe ich bekommen dieses Monster hier. Wiegt lässige 16 Kilo. Hat 1500, ich gucke noch mal eben kurz drunter. Wattstunden, 101 Amperestunden, maximalen AC-Output 1000 Watt und ansonsten, ja, über den AC-Input kann er bis zu 200 Watt geladen werden. Das Schöne an der Powerbank ist, dass man zwei 230 Volt Steckdosen auf der einen Seite hat und auf der anderen Seite haben wir 4 USB 5 Volt Stecker, Power Delivery mit 45 Watt Max über USB-C, sprich um das MacBook zum Beispiel zu laden, und nochmal einen Anschluss für 12 Volt. Da die Powerbank 1500 Wattstunden hat, kann man damit einiges machen und einiges laden. Ich habe sie bisher noch nicht leer gekriegt. Ich habe ausgerechnet, das MacBook Air, was ich momentan nutze, sollte damit so 38 Stunden betrieben werden können, also geladen werden können, weil das MacBook einen Ladestrom von ungefähr 30 Watt hat. Die Kühlbox, die ich habe, habe ich noch nicht getestet, aber auch mit der zweiten Batterie im MAN kann ich die Kühlbox relativ lange betreiben. Das sollte hier bei der Batterie ähnlich sein. Hier ist allerdings nicht eine AGM-Batterie drin, sondern eine Lithium-Ionen-Batterie. Dementsprechend kann man die auch wirklich rein theoretisch komplett entladen, sollte man aber nicht machen, um die Lebensdauer nicht zu verringern. Die PowerOak EB150 kostet stolze 1400 Euro. Ist aber aufgrund der Lithium-Ionen-Technologie auf jeden Fall ihren Preis wert. Denn damit kann man auf jeden Fall einiges an Geräten im Van betreiben. Natürlich ist die Powerbank nicht der Weisheit letzter Schluss, wenn man autark im Fahrzeug sich aufhalten möchte oder leben möchte oder arbeiten möchte. Aber für den Übergang oder vielleicht für den Menschen, der nicht so oft mit seinem Auto unterwegs ist und einfach nur eine Lösung braucht, um eine Kühlbox zu betreiben oder ein Notebook mal aufzuladen, sein Handy aufzuladen und vielleicht auch mal ein ganzes Wochenende ohne Landstrom auszukommen, für den ist es sicherlich eine super Alternative. Es gibt natürlich auch andere Anbieter auf dem Markt. Ich persönlich finde die hier ganz schön. Verlinke ich euch auf jeden Fall mal unten in der Beschreibung. Und das war's auch schon mit diesem kurzen Video zum Thema Strom to go sozusagen. Bis dahin, euch allzeit eine gute Fahrt.